bin stolz, euch heute den Chibo Mertinite oder Chibo Mertinite aus Nimbim in Australien vorzustellen oder zu präsentieren. Wer Nimbim nicht kennt, das ist ein kleines Dorf in der australischen Wüste im Outback, wo Cannabis entkriminalisiert ist. Ich nenne es mal entkriminalisiert. Der Chibo wird euch da ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Die kennen sich auf jeden Fall sehr gut aus in Nimbim mit Cannabis. Der Chibo ist eigentlich gebürtiger Hamburger, wohnt dort aber schon seit über 20 Jahren in Australien, hat unter anderem dort das Mardi Gras Festival mit initiiert. Da haben einige Leute hier vielleicht schon von gehört und ist derzeit sehr aktiv, die australische Gesellschaft über die Folgen einer Legalisierung aufzuklären, über die Nutzpflanze Hanf aufzuklären und aktiv Cannabispolitik in Australien zu betreiben. Deswegen willkommen, Chibo, hier in Berlin. Hey, schön, dass ein paar Leute alle hier sind. Ich habe immer gedacht, wenn ein Drittel von allen Berlinern kiffern, die regelmäßig, sagen wir, alle zwei Wochen mal einen rauchen oder irgendwie durchziehen, wenn die hier nur kommen würden, einmal zur Hanfparade. Wir hatten hier mal 40.000 Leute. Jetzt sind wir hier irgendwie so ein schöner, kleiner, netter Haufen. Aber jetzt, ne, wir haben ja alle irgendwie schon ein bisschen aufgegeben, weil wir denken, ja, das macht die Politik. Ich habe da gerade so ein Schild gesehen. 617 Tage quatschen die nur dummes Zeug, kriegen mörderisches Geld. Und alle 2,5 bis 3 Minuten wird hier jemand irgendwie in Deutschland wegen Cannabis, Haschisch irgendwie kriminalisiert. Was für eine Scheiße! Das ist doch nicht auszuhalten hier. Aber wir haben nicht aufgegeben. Nein, wir kämpfen immer noch. 47 Jahre mache ich jetzt Cannabis-Legalisierungsschnack in Hamburg und dann nachher irgendwie 87 nach Australien. Nimbin ist so ein Alternativdorf, das ist so irgendwie 800 Kilometer an der Ostküste, 800 Kilometer nördlich von Sydney. Und das ist so wie das tiefste Bayern, muss man sich vorstellen, sehr konservativ. Und da machen wir aber richtig einen los. Da haben wir dann die Mardi Gras 1993 erfunden. Um dann da irgendwie, wir haben so Hubschrauber-Einsätze 3-mal im Jahr, die gucken dann irgendwie nach unseren Pflanzungen, weil das ist ja auch ein bisschen Urwald da und dementsprechend irgendwie haben wir gesagt, wir haben es satt, wir sind keine Kriminellen, wir haben einfach nur die besseren Geschmacksnerven und wir wollen bessere Buds haben, damit wir ein bisschen schönere Zeit haben. Und deswegen haben wir die Mardi Gras erfunden und die ersten Jahre waren sehr alkoholisiert da. In Australien ist immer, immer ordentlich reinhauen. Und dann nebenbei alles noch auch reinhauen. Das ist einfach so. Ne? Da haben wir die gute englische Kultur von den ehemaligen Knastis. Von daher irgendwie, es geht da gut ab. Und dann habe ich mal irgendwann die Hanf-Olympiade erfunden. Und da laufe ich da mal rein mit diesem mit der Fackel für die Opfer der Cannabis-Gesetzgebung. Dieses Jahr war es 28. Jahr in der Reihe, weil wir kommen auch langsam voran, vielleicht sogar manchmal ein bisschen schneller als ihr, was mich echt erstaunt. Bei uns zum Beispiel in der Hauptstadt da in Canberra, das ist die Hauptstadt, hat noch nie jemand gehört, nicht Sydney, nicht Melbourne, Canberra, da kann man jetzt mit 20 Gramm und 3 Pflanzen im Garten das Leben gestalten, seit 2,5 Jahren. Die Welt ist nicht untergegangen, bei mir in der Gegend, das ist Sydney, ein bisschen nördlich, New South Wales. Da ist der Larry los. Wenn wir die Mardi Gras machen, dann kommen die Bullen schon einen Tag vorher. Am Donnerstag machen sie die ganzen Straßen um mein Dorf rum zu. In dem Dorf, da wohnen 800 Leute. In der Stürzzeit, in den besten Tagen, hatten wir vor 20 Jahren 12.000 Leute. Da knackt das Dorf auseinander. Aber wir machen trotzdem weiter. Auf jeden Fall bauen die dann auf allen Einfahrtsstraßen sich auf und machen dann da den Träger, den deutschen Träger Speicheltest. Der ist so minimal eingestellt wie nirgendwo auf der Welt. Wir haben 1 Million Speicheltests nur in meinem Staat gemacht, seitdem die damit angefangen haben. Irgendeiner macht da dicke Money, dickes Geld irgendwie, wo du dich echt fragst, worum geht es denn hier? Die kriminalisieren junge Leute, die irgendwie zur Arbeit fahren müssen, weil sie mal einen Joint hatten vor 2 Tagen und vielleicht nicht die Zähne jeden Abend geputzt haben und deswegen ist da was im Speichel. Diese Tests sind ja überhaupt nicht darüber, ob ich irgendwie in meiner Fahrtüchtigkeit eingeschränkt bin oder nicht. Es geht ja einfach nur darum, ob ich da noch ein bisschen was drin habe oder nicht. Bei uns sind jetzt die klugen Leute dabei, irgendwie sich leere Pillenkapseln zu kaufen und dann packen sie da ein bisschen Haschisch oder ein bisschen Gras rein und dann hast du das nicht im Mund als Speichel oder man benutzt einfach, Apfelessig oder Fisherman's Friends, die sind auch ganz bekannt, die sollen alle helfen, also von daher. Aber ich wollte eigentlich ein bisschen mehr so darauf eingehen, dass
ich das hier die Sauerei des Tages finde, dass wir irgendwie es immer noch nicht gebacken kriegen und für unsere Politiker da 617 Tage, das ist doch der Hammer. Wir hatten so einen Richter, der hat, während er noch studiert hat, unsere Hanfbotschaft, die wir da mal gegründet hatten in Nimbin, kann man auch googeln, Hemp Embassy Nimbin, die hatten wir gegründet, um der Cannabispflanze Asyl zu geben, so wie damals Julian Assange Asyl hatte in London mit der ecuadorischen Botschaft, und da haben wir der Pflanze eben Asyl geben wollen, und das ist von da aus, ist es dann alles weitergerollt, und eigentlich irgendwie kommen jetzt nur noch so Leute, die alle wissen, dass die Bullen da warten und einfach irgendwie dann mal einen Tag nicht rauchen oder irgendwie sich das im, irgendwie hinten hochschieben, weil das geht auch irgendwie, das muss ja nur irgendwo ankommen und nicht im Mund da irgendwie sein, also von daher... Wir haben irgendwie eine Partei schon in den 70ern gehabt, die hieß Marihuana Party Partei, und dann irgendwie, aber da waren natürlich die Leute noch mehr verängstigt und so, dann sind sie dann irgendwie umgestiegen und dann hieß es die Hanfpartei, Hemp Party in Australien für 20 Jahre, der hat, die Hauptstation war eben auch Nimbin wieder. Und jetzt haben sie vor drei Jahre her, haben sie dann die Legalized Cannabis Party gegründet. Bei uns ist es jetzt ja auch alles so ein bisschen mehr am Aufmachen und mehr Leute sind jetzt auch medizinisch versorgt mit Cannabis. Das geht ja auch hier tierisch ab, habe ich gerade gehört. Und das ist irgendwie in dem Sinne, hat das schon so ein bisschen mehr die Angst von dem Normalbürger genommen, dass jetzt, ne, wie immer gesagt wurde, einmal kiffen und du bist auf Heroin und morgen bist du tot. Diese ganze Scheiße, die wir da irgendwie, ne, erzählt bekommen haben für Jahre und Jahre und Jahre, alles dummes Zeug. Cannabis ist so eine gute Medizin. Ich habe so viele Leute, die alle einen kaputten Rücken haben oder die waren in Vietnam und sind traumatisiert oder die waren in Afghanistan und sind schwer traumatisiert und körperlich verletzt. Und die hauen sich jetzt alle Cannabis rein, um mit ihrer Psychose und damit umzugehen. Wir machen jetzt ja sogar schon so weit, dass wir Psilocybin, diese schönen Pilze, die blauen und die goldenen und so, dass die jetzt in Mikrodosen auch verabreicht werden, auch der Arzt verschreiben darf. Das fängt jetzt gerade so langsam an. Ich weiß nicht, wie ihr da hier aufgestellt seid, aber es sind einfach irgendwie schon gute Zeichen zu sehen, obwohl es dauert alles zu lange. Alle 2,5 Minuten, 3 Minuten, jemand, der irgendwie in Deutschland hier in Stress kommt wegen Scheiß, bisschen auf der Tasche haben, ist doch ein Wahnsinn. Die ganzen Tausende von Leuten, die nicht alle jetzt hier nicht mehr herkommen, weil sie Angst haben, gefilmt zu werden, ein Wahnsinn, nur weil sie irgendwie im Schrank da eine kleine Anlage haben und ihr eigenes Zeug anbauen, weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich würde gerne mein eigenes Zeug anbauen, weil dann weiß ich, was ich rauche. Weil hier gab es ja mal den Fall in den 90ern, wo drei junge Männer hier im Krankenhaus in Berlin waren und dann haben die festgestellt, dass sie so schwer Blei im Blut hatten und irgendwie haben sie gefragt, was macht ihr denn und so, und die wollten natürlich nichts erzählen und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, wir kiffen ein bisschen und so, ne? Ja, dann bring doch mal was mit und so, und dann haben die es mitgebracht und dann haben die es analysiert und haben gemerkt, dass irgendeiner, sein Dealer oder der Dealer vor ihm, das besprüht hat mit Blei, weil du bezahlst ja fürs Gewicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Fürsorglichkeit unseres Staates für unsere, meine eigenen Medizin, die ich mir reinhauen will. Und dass da irgendwie mehr Verantwortungsbewusstsein aufkommt von unserer Regierung auch. Und wenn ich mir angucke, was mit Alkohol passiert, ich war auch mal schwerer Trinker, wo ich jung war und studiert hatte irgendwie. Aber irgendwie, es ist doch der Hammer. Und dann wegen so ein bisschen Cannabis machen wir hier die Welle. Wir haben gar keine Zeit mehr, so viel Scheiße zu machen, weil der Klimawandel ist nicht nur im... Der ist schon lange da. Wenn ich angucke, was in Schweden da mit den Zügen gerade abging, was da irgendwie in Hawaii, die ganzen Hütten da abgebrannt. Ich komme selber aus der Gegend von Nimbin eben, Lismore, die nächste Kreisstadt. Da hatten wir 14 Meter Regen. Wir messen das so, weil wir ein bisschen einfacher sind als ihr. Und dann messen wir das so, dann weiß jeder, wie viel das war. Und da waren wir alle, die Leute vorwiegend auf dem Dach mit Kind und Katze. Und... ein Wahnsinn. Einfach so dieses neue Phänomen von irgendwelchen Regenwolken, die sich jetzt festsetzen und nicht mehr weiter bewegen, aber permanent immer wieder gefüttert werden und einfach nur noch richtig, aber richtig tropische Regen. Ich glaube, das habt ihr hier schon auch gehabt, da unten Allertal oder was. Ne? Das ist ja irgendwie, wir haben gar keine Zeit mehr, diesen Scheißspiele zu spielen. Die Leute, die Polizei hat viel Besseres zu tun, als irgendwelche Leute irgendwie immer zu hässeln wegen ein bisschen Cannabis. Auf jeden Fall, wir hatten eben den einen Richter, der jetzt irgendwie, der hat Jura studiert und hat uns unterstützt irgendwie und war unsere Verteidigungsmaschine.
in den frühen Jahren, 93, wo wir mit der Hanfbotschaft angefangen haben. Und dann irgendwie ist er Richter geworden nachher. Und er hat ja gerade vor ein paar Jahren sein Amt niedergelegt, weil er gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen. Nach 20 Jahren nehme ich immer noch Leuten den Führerschein weg, nur weil die mal irgendwie ein bisschen Speichel mit THC irgendwie hatten. Das ist doch der Wahnsinn. Ich zerstöre so viele Familien und Leben. Das kann ich mir nicht mehr irgendwie antun. Und hat, aufgegeben, resigniert. Und ist ausgeschieden. Der macht jetzt wieder viel Sozialarbeit, weil ne, die Gesetze sind da auch ganz schön schräge. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken irgendwie dafür, dass eben die Polizei zum Beispiel, früher, wo ich mal hier war und auch mal gesprochen habe, da waren wir noch am Brandenburger Tor, da hat man die Greiftrupps gesehen von der Polizei, die sich immer junge Menschen ausgesucht haben. Wenn die ankamen bei der U-Bahn irgendwie, da standen schon die Bullen da und immer die Jüngsten von 12 bis 18 einmal Rucksack aufmachen, bla bla, Taschen auskrempeln, etc. etc. Das waren ja richtig schlimme Zeiten. Die sind dann mit einer MP3 oder wie heißt das? Kalaschnikow. Die sind mit der Kalaschnikow, das haben die ja nicht, aber mit der Maschinenpistole neben uns hergegangen, alle 10 Meter im Bulle irgendwie, wo du denkst irgendwie, ich bin immer zum Bullen gegangen und habe gesagt, bevor wir losgegangen sind, sag mal, wir rauchen AK-40 und wir machen hier nicht den Terrormeister. Hier gab es ja mal die Haschrebellen in Berlin, das soll man nicht vergessen in den 60ern. Wir haben ja Kultur, wir sind eine Kulturbewegung, wir haben eine Kulturpflanze und wir kiffen gerne und das sollten die mal einfach verstehen. Es ist doch zum Kotzen. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Irgendwie, jetzt haben wir in 3 Staaten eben diese Legalized Cannabis Partei, hat jetzt in 3 Staaten, wir haben ja so 7, 8,5 irgendwie, und da haben wir jetzt diese Partei im Parlament und die machen auch richtig einen los. Die stellen auch richtig Fragen und die waren auch alle am 24. Juli, haben die gemeinsam in all 3 verschiedenen Staaten einen Antrag gestellt auf persönliche Nutzung für Erwachsene ab 18. Und man muss das Spiel ja ein bisschen mitspielen. Aber dadurch haben sie die Titelseiten von mehreren Zeitungen in Australien geschafft. Und das ist ja schon mal irgendwie immer der Schritt in die richtige Richtung. Aber für mich ist immer noch wahnsinnig, dass eben in Canberra, unserer Hauptstadt in Australien, da kannst du kiffen, 20 Gramm mit dir rumtragen und 3 Pflanzen haben. Und hier dauert das und dauert das, diese deutsche Scheiße, bürokratische Mentalität. Und wir lassen uns das alle gefallen, oder was? Wann gehen wir denn jetzt mal richtig los? Wo ist denn der Bundestag? Das möchte ich mal wissen. Micha guckt schon so, ich soll mal ein bisschen ruhiger schalten, sagt er. Ja, schönes Ding. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei all den Leuten, die immer dabei sind hier und das auch schon seit Jahren. Was ist es, die 27. Hanfparade, die hier immer wieder sich da einsetzen, freiwillig Kamera führen, Ordner sind, was immer und alles organisieren, dass wir hier ein bisschen zusammenkommen können. Aber mein Traum wäre, falls wir es wirklich noch machen müssen nächstes Jahr, und das sieht ja so aus, dass wir hier mal 70, 80, 120.000 Leute haben, die alle sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen jetzt kiffen, legal, scheißegal. Danke, dass ihr da wart, alles Liebe, alles Gute, passt auf euch auf, verliert den Lappen nicht, das ist ja ein Terror, wenn du den Lappen verlierst hier, meine Güte, der ganze Terror, den sie dir da auffügen, du musst einen Idiotentest machen und alles. Micha, halt mich jetzt zurück, ich kann noch eine Stunde. Schön, dass ihr da seid, danke, tschüss. Danke, Chibo. Sehr emotionale Rede. Ich kann dem Chibo aber nur zustimmen. Wenn man sich das alles von außen anguckt, kann man nur mit dem Kopf schütteln.